Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play auf meinem Channel. Resident Evil 3, oder besser gesagt das Remake von Resident Evil 3. Ich habe ja schon die Demo gespielt, hat mir sehr gefallen und darum muss es jetzt auch das volle Spiel sein. Ja, und ehe ich hier noch lange rumschnattere, würde ich sagen, lass uns mal beginnen, oder? So, was haben wir denn hier? Muss mal kurz bei Optionen gucken. Jo, nichts im orangenen Bereich, das ist schick. Boni, Herausforderung, Guren, nein, danke. Kampagne. Mhm. Hier bei den Kostümen. Das neue Jill-Kostüm und das klassische. Ich würde aber mal das neue ausprobieren, wo mir das klassische immer sehr gefallen hat. Und bei Carlos gibt es auch das klassische, wo ich persönlich sage, nö. Auch mit dem klassischen, mit der klassischen Frisur, der sieht einfach vollkommen anders aus, als ich mir vorgestellt habe. Also bleib ich beim Standard. Ja, genau. So, nicht fortsetzen, das war vorhin noch ein Test, Junge. Neues Spiel. Ja, 3 zur Auswahl. Ich würde mal Standard auswählen. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Mobs ziehen durch die Stadt, legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Gebäude brennen, Menschen werden verprügelt, Geschäfte geschlossen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Und da bin ich wieder. So, das war also das kleine Intro und jetzt bin ich hier wohl in Jills Wohnung. Da ist mein Schatten und da ist mein Nachtschrank, mein Käffchen und was ich also habe. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um, ne? Also das gehört ein bisschen mit dazu. Hier zum Beispiel, ja, man beachte, eine hübsche Frau, zwei hübsche Frauen, drei hübsche Frauen, vier hübsche Frauen und nur ein Kerl. Ist so komplex, ich weiß nicht. So, was haben wir hier? Okay, nichts Besonderes. Oha, da hat jemand eine kleine Recherche gestartet. Die da, die kennen wir ja noch. Die ist aus Resident Evil 2, die Frau Doktor. Hier wird man einiges noch kennen. Aber diese ganze Wind, ach so, der Ventilator. Ach, Mensch, ich muss schon sagen, Mensch, das ganze Fenster offen. Das ist furchtbar. So, das ist wohl meine Haustür. Nicht so interessant.
Hier, Toastbrot und eine Zeitung. Was gibt's in der Küche? Spaghetti. Ja, gibt's auch bei mir. Oh, guck mal, da. Der Vierfach-Raketenwerfer. Den kennen wir. Also ich kenne auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Moon Donuts und ein kleiner Raccoon. Okay. Was haben wir hier? Minados Pizza. Naja, gut. Lass uns mal hier reingehen. Ach, Jill. Hortest du jetzt auch Klopapier? Fängst du auch damit an? Ah, Mädchen. Und, da sind wir. Hi. Hat schon was. Irgendjemand hat mal gesagt, das wäre gar keine so große Schönheit oder so. Ist nicht schon hier, aber ist total sympathisch. Sieht doch gut aus. Erinnert mich ein bisschen an Mila Jovovich. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Immer wenn ich sie gesehen habe, dachte ich mir so, oha. Aber genug davon. Das Wasser die ganze Zeit schon. Okay, ich dachte schon, das Spiel wird ziemlich kurz. Uiuiuiui, Mädchen. So, was haben wir denn hier? Worst Moment in my life. Escape RC, Raccoon City. Noch 3 Tage. Kann mich diese Stadt mal. Okay. Man muss natürlich dazu sagen, Jill war ja schon in Resident Evil 1 mit dabei, in der Mansion und so. Die hat ja das, den ganzen Scheiß da schon miterlebt. Den Zombies und so. Dass die da so einen kleinen Knacks weg hat, vollkommen verständlich. So, hier gepackte Koffer und Unmengen an Pillen und Nasentropfen. Sind hier da Nasentropfen süchtig wie Arthur? Ja, seht euch das an. Armes kleines Mädel. Okay, hier hat sich nicht so viel geändert, außer dass hier. Oh, eine kleine Leseratte. Nice. Haben wir einen Lichtschalter, machen wir mal an. So, und hier. Jills Bericht. 26. September 1998. Seit dem Vorfall in Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft habe. Vielleicht wird dieser Bericht der Minister sein, den ich als Stars-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass es hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Okay, das T-Virus, die von diesem Virus infizierten, scheint sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch den Körperflüssigkeit ausgetauscht werden. Aha. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Mhm. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine aerogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Okay. Man sollte jedoch beachten, dass bei der Übernehmung noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchung wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Naja. Ich habe die Pillen gesehen, Kleines. Ich sollte dennoch nicht so hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dies nur eine verlängerte Inkubation sein. Okay. Was haben wir hier? Oh, hier gibt es immer viel zu lesen. Pharmakonzern. Marktanteil der Branche versteckt. Militärischen Waffen und unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus-Ausbruch in
Barclay-Forschungseinrichtung fand noch vor dem Willenzwischenfall, also Resident Evil 1, statt. Zusammenarbeiten mit der Führung von Raccoon City, große Spenden an Bürgermeister Brown, kontrollieren praktisch die Stadt. Jupp, das stimmt. Gibt's ja noch irgendwas? Was haben wir hier? Offener Umschlag. Sie haben sich hier mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihren Fenstern. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß nicht, und es macht auch kaum einen Unterschied. Iron ist, ich glaube, der Polizeichef hier in Raccoon City, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch, fühle mich wie ein liebender Tote. Ja, das haben wir gerade bemerkt, Kleines. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Sie werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde oder was immer die auch mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du im Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts herausgebracht. In 5 Tagen wünsche ich mir Glück. Ja, und wen ist es denn? Achso, offener Brief. Kann jeden treffen. Noch was zu lesen. So, Brief von einem Kollegen. Angel Valentine. Hey, du Ass. Wie schlägst du dich? Ach, ich hab's heute wieder. Ja. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert. Er war der Chief. Genau, er war der große Polizeichef. Und Bürgermeister? Naja, ist ja wurscht. Das ist totaler Bullshit. Der soll dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juni aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du da nachforschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz und... Heute hab ich's aber auch. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, das war... Da bin ich sicher, ich würde den Job verlieren. Okay. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir vorher gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Und Brella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Chef kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brett Vickers. Ja. Einfach gehen für immer und ewig. Brett ist der Hubschrauberpilot. Der wurde im ehemaligen Resident Evil 3, also dem einzigen Original auf der PlayStation 3, gab es den auch schon. Auf der PlayStation 3, genau, auf der PlayStation 1 gab es den auch schon. PS musst du diesen Blitzerbrot mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Das ist bei mir und den Jungs. Sie hat davon gegessen. Wie gesagt, Brad, den gab es schon im Original. Den haben wir dort kennengelernt, haben kein so schönes Schicksal mit ihm. So, mein Kühlschrank kann ich jetzt auch öffnen. Ich sagte, kann ich auch öffnen. So. Gilbert. Ja. Raccoon Milk, okay, aber nicht zum Brausen. Ist jetzt nicht der Kühlschrank aus Resident Evil 7. Wäre auch echt widerlich, wenn das wäre. So. Licht. Da. Mach nicht mehr Ego. Ist doch ein Schnuckelchen. Ich weiß nicht, was die Leute mal hatten. Die Leute dürfen mich wohl telefonisch nicht erreichen, Kleines. Und dein Licht sollst du mal reparieren. So, gehen wir mal ans Telefon. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Oh.
Okay, geht ja Action geraden los hier. Hey. Danke, du Arsch. Mädel, der ist vorhin durch eine Wand gebrochen. Ich glaube nicht, dass das mir aufhält. Gibt's hier irgendwas? Nee. Schnell raus hier. Zur Hölle. Da hängt jemand. Hallo. Wirklich? Zack. Nochmal durch. Schnell raus hier. Okay. Wenn wir schon weglaufen, Mädel. Ja, geht auch so. Die Fresse. Nimm es ist gleich zu Beginn. Okay, weiter. Ein bisschen langsam unterwegs. Schnell raus hier, schnell raus hier. Okay. Ist er jetzt aufgehalten? Ich hoff's. Ich hoff's. Okay, geht schon mal ein bisschen anders los als das Original. Bin ich zwar auch aus einem brennenden Gebäude geflüchtet, aber ich dachte nicht, dass da der Nemesis mit mir her war. Jill? Hier drüben! Brad! Ah, Brad. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Wie Arklay, nur viel schlimmer. Okay. Hab schon mal Brad kennengelernt. Hey, ich möchte mir die Filme angucken. Dass mal alles so schnell gehen muss. Können so viele Menschen infiziert sein? Brad! Pass auf! Hier rein! Komme, ich komme! Komm, Jill. Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh! Okay, wir müssen immer noch flüchten. Oh, hi. Sorry. Der ist tot. Der braucht ihn nicht mehr. Nee, ich hau lieber ab. Bist du alleine? Wenn du alleine bist? Nein, du bist nicht alleine. Vergiss es. Ich hab nur 5 Schuss. Und da kriegt was aus dem Bus raus. Schnell rein hier. Gehen Sie zum Nachtessen!
Parkhauses! Ich gucke mich nur ein bisschen um, ob hier noch irgendwie Munition rumliegt. So, geht's Ihnen gut? Bleibt zurück! Komm ja nicht näher! Los, kommen Sie! Das ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe doch nicht raus! Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Und ja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Such woanders, Fräulein. Fräulein. Okay. Den gab es auch im Original. An den kann ich mich erinnern. Würden Sie sich bitte abregen? Ich bin von der Polizei. Wir wollen Ihnen helfen. Oh ja, das habt ihr ganz toll gemacht. Du willst helfen? Kannst ja einen der Freaks Handschellen anlegen. Sir, das ist Ihre letzte Chance. Niemand sonst kommt Sie holen. Ich gehe nirgendwo hin. Lieber verhungere ich hier drin, als von einem dieser Untoten gefressen zu werden. Jetzt lass mich in Ruhe. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier nochmal wiedersehe. Original war es so, er hatte sich auch in sowas eingeschlossen und wenn man dann später im Spielverlauf doch nochmal in den Anfangsbereich zurückgegangen ist, war das Ding offen und sehr viele Zombies waren hier drin und dann lag eine Leiche rum. Man wusste schon, was wahrscheinlich passiert ist. Oh, Munition. Gleich mal genauer nachladen, nicht aufladen. Ich erzähle heute aber auch wieder Quatsch. Oh! Erwischt. Ehe er mir in den Rücken fällt, schieße ich ihm lieber in den Kopf. So. Kennt euch doch. Lasst den Zaun umfallen oder irgendwas anderes. Dann kommt die Viecher hier frei. Nee. Na, bitte durchlassen. Danke. Bitte nicht durchbrechen. Musste das jetzt sein? Nicht mal. Ist hier einer? Muss mich mal umgucken. Ich habe leider kein Messer dabei oder sonstiges. Munition wäre schick. Wirklich, Munition wäre schick. Mist! Mist! Dich lasse ich liegen. Bisher actionreicher Anfang, wirklich. Hey, steig ein! Oh, wir sind schon beim Du angekommen. Naja, was soll's. Ja, jetzt werde ich gerettet und das Spiel ist vorbei. Genau so soll's sein. Schon wieder. Sorry. Er ist tot. Den interessiert das nicht mehr. Komm schon. Spring an, verdammt. Jetzt bin ich dran, Arsch. Nicht wirken, da stehe ich nicht drauf.
langsam. Ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bringen wir dich in Sicherheit. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Und das ist Carlos! Yay! Yeah. Kommt das schon früh im Spiel vor? Hey, was weißt du über dieses Monster? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich! Wow, 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 wow. Wovon redest du da? Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Was hast du gegen Umbrella? Oh mein Gott. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich! Ja, über den ganzen Kram weiß ich nichts. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Ja, würde ich machen. Komm, hier geht's lang. Dinobites. So tasty they might go extinct. Red and yellow. Und jetzt bin ich hier im U-Bahn-System. Das kennen wir doch noch. Das kennen wir doch noch aus der Demo. War hier nicht so eine Figur? Hat hier nicht so eine Figur in der Demo rum? Ich habe die nie alle gesammelt, muss ich gestehen. Ich habe die Demo mehrfach gespielt und habe es trotzdem nie geschafft. Okay, okay. Das war jetzt sozusagen die Einführung. Und jetzt geht's richtig los. An den Bildern hier an der Wand hat sich einiges geändert. Es wird nicht mehr Werbung für das eigentliche Spiel gemacht. Party, Party, Party! Aha. Viel Essenswerbung sehe ich jetzt gerade mal so. Und Skullstalker. Ja. So wird es auch nennen. Okay. Was haben wir hier? Hellsquid. So eine Hentai-Fantasie, wie es scheint. Turned off it there. Deep. Okay. Astro Crunch. Ich dachte, das wäre Blut. Big E? Könnte auch Aerosmith sein. Comic Books? Ja. Mega Man! Ja, das Mega Man! Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay.
Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. So, und mit diesem schnuckeligen Anblick hier würde ich mal die erste Folge beenden. Ich weiß nicht, ob ich das immer in Zukunft zu schaffen werde mit den Zeitfenstern. Ich hoff's. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao!